Ich will jetzt versuchen, das Spiel relativ schnell voranzutreiben. Gleichzeitig aber ein bisschen zu erklären, was ich mache und auch die Spielbasics, also so ein bisschen, das so ein bisschen zu mischen. Dass es auf der einen Seite für den absoluten Einsteiger hilfreich ist und für den, der die Spielmechanik selber schon im Großen und Ganzen durch andere Videos gesehen und erfahren hat, nicht zu eintönig wird. So, jetzt geht's los. Gut, Runde 1. Ich bin dran. Das bin ich so gut wie immer, weil ich die Initiative so gut wie immer habe. Das Spiel geht nicht reihum automatisch, sondern hat was mit den Initiativen zu tun. Die seht ihr oben. Ist meine Einheit ausgewählt, die mit diesem Chaos-Symbol hat die Zahl 110 drüber. Das ist mein Borger, der ist mit 110 Initiative geskillt, ist vielleicht auch ein bisschen viel. Ich weiß nicht, ob das für die Person so sinnvoll ist. Auf jeden Fall, er fängt immer an. Und man sieht, meine Initiative, wenn jetzt nicht durch Spells oder irgendwelche Ereignisse irgendwas passiert, habe ich noch die nächsten fünf, also die weit nächsten weiteren vier. Also insgesamt fünf Leute sind von mir erst dran am Zug, bevor mit 73 Initiative der erste Dagger da von den Skaven die Initiative hat. Ja. Okay, fangen wir an. Der blaue Radius ist der Radius, in dem ich mich bewegen kann. Ich sehe links unten unter meinem grünen Lebensbalken die blauen Punkte sind meine Bewegungs- und Aktionspunkte, Strategiepunkte, und die roten sind meine Combat-Punkte. Mit Alt kann ich in den strategischen View. Da sehe ich, dass meine Einheiten, ja, das Spiel hat alles ein bisschen aufgeteilt. Hier sind überall meine Einheiten. Im Moment sehe ich vor mir drei Einheiten der Feinde und darunter ist auch der Rattenoger. Muss ich etwas, der hat mich schon gesehen, etwas vorsichtig sein. Ich werde jetzt meinen Borger mal bewegen. Und zwar außer Sicht hierhin. Und werde mit, ja, E und Q kann man da unten alles, was man machen kann, entsprechend wählen. Und ich werde in den Ambush-Stance gehen. Das bedeutet, wenn ein, hier kann man auch mal, wenn man Leertaste drückt, nachlesen, was der Ambush-Stance, was die macht. Ich werde in den Ambush-Stance gehen. Das bedeutet, wenn ein Gegner in mein Sichtfeld läuft, werde ich ihn sofort anstürmen automatisch. Ich möchte ungern da vorne reinstürmen, weil das sind drei Gegner. Was bedeutet? Was mache ich jetzt? Ja, ich lasse den Gegner immer gern kommen. Das ist jetzt zwar langweilig, aber. Obwohl, den lasse ich einfach hier stehen und werde schon mal in die Verteidigungshaltung gehen. Dot, also die Dodge Stance ist, dass ich ausweichen. Mit einer entsprechenden Prozent, also dass ich höhere Chance habe auszuweichen. So, jetzt ist mein Biest dran. Das ist die andere Ecke. Da vorne war ich eben. Jetzt bin ich hier. Hier sehe ich noch keine Gegner. Hier sind auch wieder welche. Ja. Wollen wir einfach mal ein bisschen offensiv spielen und lassen mein Biest laufen. Hier ist so ein Karren mit meinem Artefakt. Hier könnte ich beten. Also an diesen hellen Lichtkegeln kann man immer irgendwelche Interaktionen durchführen. Könnte ich beten, um einen Buff zu bekommen. So, ich laufe jetzt. Beim Laufen seht ihr auch immer links unten sind meine Bewegungspunkte. Meine Strategiepunkte werden weniger und die kann ich, wenn der Weg nicht korrekt war, wieder einsammeln. So, aber wir laufen jetzt mal ein bisschen. Und zwar wollen wir doch mal hier hingehen. Ja, hier sieht das doch ganz. Oh, da vorne ist schon eine Ratte. Da ist eine Ratte, da ist eine Ratte. Das heißt,
gehen wir doch mal hier so. Hier hin. Und auch in die Ambush-Stance. So, Bogenschütze. Wo sind wir? Ah, das ist die Ecke. Hier habe ich gerade, hier habe ich meine Ratte abgestellt. Mein Biest. Hier habe ich eine Ratte gesehen. Und ich sehe jetzt vor mir sind auch drei Einheiten. Also will ich auf eine erhöhte Schussposition. Hier sieht es doch gut aus. Die hellblauen Felder zeigen immer an. Normalerweise, aber das ist was anderes. So, ich will hier eine erhöhte Schuss. Das war eine Falle, in die bin ich reingetappt. Die sind auch ständig irgendwo mal. Ich denke, das ist nicht allzu schlecht. Und hier bin ich in die, für Schützen in die Overwatch-Stance. Das heißt, dasselbe wie Ambush. Sobald jemand in mein Sichtfeld kommt, schieße ich einen Pfeil. Das ist mein Anführer und Caster. Den will ich auch eigentlich... Ich fühle mich auch eigentlich hier nicht so sicher gegen die Gegner. Ich will den eigentlich auch hier oben haben. Ich will den auch hier oben haben. Gut. Ich kann mich mit dem auch buffen. Ich muss mit dem nicht immer nur angreifen. Wenn ich Leertaste drücke, sehe ich auch hier die Spells. Das sind die Actions, die ich machen kann. Die aktiven Skills, passiven Spells sind jetzt für mich interessant. Die sind gleichzeitig die hier außen. Den kann ich nicht machen, weil kein Target in Range. Der Rest könnte ich einfach machen. Das ist dem egal. Armor Absorption... Ich möchte die Statistik eines Spielers von mir erhöhen. Und da nehmen wir mich selbst. Okay. Warum geht er nicht? Ich wollte doch die Statistik erhöhen. Ja, jetzt bin ich nah genug dran. Er wird random irgendeinen Wert auf 20 gesetzt. Und ich habe, glaube ich, einen Debuff bekommen. Ja, kann sein. Egal. Gut. Gehen wir in was für eine Stance gehen wir? Parry. Ja, gehen wir mal in die Parry-Stance. Hier wird wahrscheinlich eh keiner kommen, aber bei den Ratten weiß man nie. Die haben manchmal Laufwege. So, jetzt der Gegner dran. Jetzt, der lief in meine... In meine Sichtweite und jetzt hat natürlich mein Spieler automatisch geschossen und ihn auch getroffen. Jetzt kommt das Drecksvieh an. Und die können nämlich echt weit laufen. Ich war nicht in der Dodge-Stance. Krieg natürlich jetzt direkt zwei auf die Fresse plus einen kritischen. Drei. Jetzt wird es langsam schon gefährlich. So. Das bin nicht ich. Der Gegner ist immer noch dran. Ich sehe natürlich nicht, was er macht. Hier. Okay. Ich kann jetzt kontern. Hier hat die Ambush-Stance anscheinend nicht gewirkt, weil ich doch noch im Sichtbereich war, der Gegner. Jetzt kontern wir erstmal. Daneben. Sehr schön. Und die nächste Ratte kommt hoch. Es könnte zum Problem werden. Also ich sollte mein Biest da ganz schnell hinbewegen. Wird nicht können, das muss jetzt kämpfen. Ja, die Ansicht ist manchmal etwas verquert, wenn man halb in Gebäuden steht. Super, erwischt mich kritisch. Ich ihn auch. Okay, der Rattenoger sagt Hallo.
und hat mir erstmal so einen in die Fresse gehauen, dass ich gestunt bin und kann jetzt, ohne dass ich ausweichen kann, auch nicht einprügeln. Und kritisch hat er einen meiner Starken direkt aus dem Spiel genommen. Das sieht böse aus. Links oben sieht man übrigens blau und rot die prozentuale Chance, wer hier die Oberhand im Schlachtfeld hat. So, wo sind wir? Ich brauche unbedingt Unterstützung. Und zwar, da kommen wir nicht hin. Ja, ich muss am besten irgendwo rauf, wo mich das Rattenogervieh nicht erwischt. Das Mistvieh. Wo ist es hin? Naja, hilft nix. Was? Wo will er denn drauf schießen? Ach, da steht ja so ein Vieh. Ah, okay. Da ist ja noch ein Kampf. Da muss ich da unterstützen. So. Jetzt habe ich meine Schüsse unten, die ich auswählen kann. Und auch die prozentuale Chance. Ist natürlich nicht so doll. Der Aimshot sollte... Ah, den Aimshot kann ich nicht machen, weil ich schon zu weit gelaufen bin. Vielleicht kriege ich noch 2 Punkte. Warte mal. Ich die bis hierhin laufe. Vielleicht jetzt der Aimshot. Nee, geht nicht. Okay. Wir probieren es trotzdem. Normaler Schuss. Treffer. Nachladen, ein strategischer Punkt. Und das war's für mich. Ich gehe in die Overwatch-Stance. Die Gegner bewegen sich. Overwatch-Stance war sehr gut. Ein Gegner kam, ich habe ihn kritisch getroffen und gestunt. So, ich bin am Zug. Und das ist jetzt kriegsentscheidend. Ich muss nämlich jetzt hier hoch und meine Leute retten, die hier schon ordentlich in der Bredouille sind. So, bei meinem Caster oben ist auch gleichzeitig mein Anführer. Der ist natürlich jetzt stark eingekesselt schon von den Ratten. Also, was mache ich? Ich habe 87% zu treffen. Ich habe mit dem Charakter aber nur 5 Offensivpunkte. So könnte ich zumindest 2-mal schlagen. Und das werde ich auch machen. Was ich noch machen werde ist... Nee, der hat keine Skills, die ich anwenden kann. Nur normale Attacke, die mir was nutzt. Mit... Warte mal. Okay. Ich kann nur den einen angreifen, weil ich mich selten blöd dahin bewegt habe. Okay, probieren wir's. Sehr schön, kritisch. Und die zweite Attacke kostet mich 3. Okay, wenigstens getroffen. End Turn. Ich habe nicht mehr genug Strategiepunkte, um meine Stance zu ändern. So. Er ist dran. Wo sind wir? Hier ist die Geschichte. Hier ist irgendwo die fette Ratte noch. Ich könnte... Mein Biest macht das Vieh eigentlich platt. Tja, wohin? Wohin, wohin, wohin? Ich glaube, ich laufe aber trotzdem mal in die Richtung, wo es Biest ist. So weit kann der eh nicht laufen. Okay. Komm, werde ich. Da kommt schon die nächste. Mistsau an. Ja.
Ja, und hilft gegen mein Biest. War eine gute Wahl, dass ich die Person zu meinem Biest geschickt habe. So, mein Turn. Ich muss jetzt die Leute hier rauskriegen. Das heißt, ich werde... Was mache ich jetzt? Der ist gestunt. Da müsste ich eigentlich gut drauf zwiebeln können. Müsste ich gut treffen können. So. Hat der was geskillt? Ja. Der hat den Combat-Fokus geskillt. Das bedeutet, er kostet mich einen Punkt nur. Und bedeutet, dass die Chance, dass der nächste Melee-Angriff ja, ist höher, dass ich treffe um 10%. Und ich will ja jetzt unbedingt treffen. Obwohl, nein, das spare ich mir, weil er ist gestunt. Ja, ich werde ihn einfach mit normalen Schlägen... Ah, in Vital Strike. Da habe ich 10% mehr Chance auf kritisch. Ich muss das hier schnell beenden. So. Er war auch kritisch, das war sehr gut. Und jetzt habe ich noch... Ja. Der zweite Schlag kostet mich immer 3. Was machen wir jetzt? Egal. Dodge Stance und abwarten. So. Jetzt muss ich den hier loswerden. Der hat auch nicht allzu schlecht Leben noch. Eine normale Attacke. Ah ja, einfach mal drauf. Ich könnte aber noch versuchen, das Kritische ein bisschen höher... Nee, kann ich nicht. Einfach drauf. Eine Attacke können wir machen. Wenn der crittet, habe ich ihn vielleicht down. Und das war's. So. Der besiegt den. Taktische Sicht. Wo bist du? Ah, okay. Stimulus. Das ist ein strategische Fähigkeit. Das bedeutet, dass meine Initiativenpunkte auf den ich den richte, um 10 nach oben gehen. Und ich möchte das jetzt einfach mal... Ich habe eh genug Punkte. Oder will ich laufen? Nee, ich will laufen. Ich könnte es jetzt aus taktischen Gründen irgendjemandem verabreichen. Mache ich auch jetzt einfach mal. Dem Spieler gegenüber. Der hat jetzt 10 Punkte mehr und steigt natürlich in der Rangliste, wann er wieder dran ist. Jetzt habe ich noch 3 Punkte zum Laufen gehabt. Und ich will... Was mich nervt, ist, dass der Rattenoger irgendwo noch ist. Wo ist der Rattenoger? Soll ich versuchen? Ja, ich muss hier. Ich muss hier hin. Ich muss zu meinem Anführer. Sonst machen sie den platt. Ich hätte auch den Stimulus vielleicht nicht... Ist eine Falle? Nee. Nicht verwenden sollen. Hätte ich weiterlaufen können. Okay. Attack. Das ist eine normale Attacke. Erster. Ich habe die normale gewählt. Weil die 2 Punkte nur kostet und eine gute Chance hatte zu treffen und der Gegner schon relativ down war. Jetzt würde ich vorschlagen, ich kämpfe gegen den mit dem Hellebarden oder was auch immer das für eine Waffe ist. Ah, okay, da vorne ist ja mein Borger, der kann sich dann um den kümmern, also gehen wir auf den. Das heißt, wir nehmen Blood Offering. Das kostet mich 3. Nee. Oder? Blood Offering. Hm.
Combat Focus. Einer, okay. Das machen wir. 10% mehr Chance zu treffen. Die Initiative reduzieren vom Gegner. Oder meine kritische Trefferchance erhöhen. Ich entscheide mich für Crit kostet beides 3 Punkte. Und ich will aber dem eine geben. Das war kritisch. Und jetzt kann ich immer noch versuchen, seine Initiative runterzubringen. Okay. Und jetzt gibt es noch einen Trick. Also ich könnte jetzt die Dodge Stance 75% ausweichen oder die Ready Stance machen. Die Ready Stance bedeutet, dass meine Initiative hochgeht. Aber... Nee. Wenn mich irgendwas angreift, will ich lieber besser ausweichen können. Immerhin ist der scheiß Rattenoger noch unterwegs und für den brauche ich mein Biest. So. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Ich würde vorschlagen, Switch Weapons. Attack? Ja. Attack. Wir brauchen einfach tote Ratten. Und in die Dodge Stance. Ich habe meine Bogenschützen sehr, sehr auf Agility geskillt. Man sieht, die haben eine sehr hohe Ausweichrate. Tragen keine Rüstung, also nur Klamotten und sind sehr agil. So, er muss jetzt hier für Ruhe sorgen. Ich habe jetzt hier einen richtig geilen Cast geskillt. Und zwar ist das der Chains of Chaos. Kostet 3 Punkte. 95%, dass ich treffe. Und er nimmt den Gegner quasi nächste Runde aus dem Kampf. Der Gegner kann weder angreifen, noch chargen, noch schießen, noch aimen, noch Overwatch oder Ambush machen. Also er kann lediglich, der wird, wenn er es nicht eh schon eingestellt hat, wird er lediglich gleich, wenn er dran ist, in die Dodge Stance gehen. Würde ich jetzt mal behaupten. Mehr kann, wird er nicht tun. Alles andere wäre Unsinn. So, und den tue ich natürlich auf meinen Gefährdeteren, der hier vorne ist, der auch näher zu mir steht, weil er kann natürlich nicht durch, der andere, wenn er nichts machen kann. Und er kriegt jetzt einfach mal... Das hat funktioniert. Ich habe wieder irgendeine Scheiße abgekriegt. So, so langsam. So langsam frage ich mich, wo die alle hinwollen. So, mein Turn. Ich habe noch nicht geladen. Ich muss nachladen. Und hier steht doch... Okay. Das meine ich mit Ratten. Man dreht sich einmal um. Und schon sind sie da. Und jetzt können wir hier auch einen schönen Schuss ausprobieren. Und zwar... habe ich die 3 Schüsse geskillt, den Knieschuss, den Crippling Shot und den Vital Shot. Der Vital Shot bedeutet 10% extra Chance auf einen kritischen Treffer. Wollen wir jetzt nicht, bringt mich nicht weiter. Crippling verursacht normalen Schaden, aber wenn ich Schaden mache, wird dem Gegner einer seiner Offensivpunkte weggenommen. Weniger Möglichkeiten für ihn, das, also für nächste Runde. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Oder sogar generell, ich weiß es gerade gar nicht. Duration, one turn, okay. Ja. Und der Knieschuss ist auch regulärer Schaden. Und wenn er Schaden verursacht, wird seine Initiative um 15 zurückgesetzt.
Und mein, die kosten beide 3. Ich würde sagen, ein Offensivpunkt weniger ist cool. Und zwar auf ihn hier 82% Chance zu treffen. Wir sollten es tun. Sehr schön. Und noch ein kritischer Treffer. Was ich nämlich jetzt mache, ich versuche ihm noch einen normalen Schuss hinterher zu geben. Mehr kann ich natürlich auch nicht machen. So. Und jetzt nachladen. Das ist jetzt die Frage. Der erreicht mich sowieso, weil er weiterläuft als ich. Dahinter ist aber noch so ein Vogel. Es gibt die Möglichkeit, in die Dodge-Stance zu gehen. Es gibt die Möglichkeit, Waffen zu wechseln. Die gibt es nicht mehr, die Möglichkeit. Oder Fersengeld zu geben. Wie weit komme ich denn? Uah! Da ist die Ratte. Ich würde sagen, Dodge Stance kostet 2 Punkte. Wir stellen uns erhöht. Und in die Dodge Stance. So, ich bin dran. Der ist aus dem Kampf genommen, das heißt, der hier ist mein absolutes Ziel. Erster Schlag kostet 2, zweite 3. Einfach nur drauf. Mit dem kritischen ist er auch weg. Perfekt. Und jetzt werde ich noch meinem Freund hier einen mitgeben. Okay, wehren kann er sich zumindest. Und wir werden Verteidigungshalten. Beziehungsweise Ausweichhalten. Ratter, ratter, ratter. Ah, er jagt meinen Bogenschützen. Ich könnte natürlich die Ratte in den Kampf verwickeln. Und hoffen, dass mein Biest alles schafft. Das mache ich, glaube ich, auch. Scheiße. Jetzt kriege ich die Laufpunkte noch ein bisschen gescheiter hin. Normale Attacke. Das ist echt. Also, es ist echt kacke bei den Typen. Das zum Beispiel, es bringt mir gar nichts. Meine ganzen Skills, die ich da habe, die kann ich in die Tonne treten, weil die nur 5 Combat-Punkte haben. Und der erste Schlag kostet 2 und der zweite 3, weil er wahrscheinlich nicht mehr so bei Kräften ist. Das ist scheiße, was ich hier mache. Okay, das war der gestunt war. Den sollte ich eigentlich jetzt töten. Will ich eigentlich auch nur einen normalen Schlag für aufbringen. Genau deswegen. Nicht optimal.
mal die Typen. Okay, Borger. Der hilft jetzt. 80% Charge. 96 bis 115 Schaden. Und jetzt bringen wir vielleicht noch ein Kle. Hab ich sowas? Nö, nö. Okay. Dann chargen. Sehr schön. Was haben wir jetzt noch? Strong Blow. Wer ist er denn? Den will ich mir mal anschauen. 50% extra Damage. Boah, den nehmen wir. Der kostet mich 4 Punkte. Das andere können wir eh nicht machen. Naja. Kritten wäre mir lieber gewesen. Egal. So, jetzt musst du hier für Ruhe sorgen. Wir machen nur Attacken normale. Haben wir irgendwas um die? Nee. So, der ist weg. Und jetzt ihn. Normale Attacke. 80% Trefferchance. Und gekrittet. Komm, noch einer. Tag. Und nochmal Crit. Das Vieh ist aber auch echt zu übel. So. Und jetzt ist die große Frage. Helfe ich hier? Hier habe ich meinen Bogenschützen. Hier einen Hammerkämpfer, der nicht wirklich so gut ist. Hier habe ich noch einen Hammerkämpfer. Der ist, glaube ich, tot von mir. Hier ist der fette Rattenoger drin. Oder helfe ich? Nee, hier habe ich gewonnen. Ich gehe hier in den Kampf. Okay. Das heißt, jetzt komme ich da kaum rum, oder was? Muss man echt. Mit den Kreisen muss man echt schlauer arbeiten, teilweise. So. Drei. Kann ich hier eh nur einen. Dann machen wir gleich einen richtigen. Sehr gut. Und wir gehen in die Initiative. Nö. Nee, nee. Lieber in die Dodge. Wenn ihr euch fragt, warum die Superratte eigentlich nichts tut, bin ich überfragt. Vielleicht gibt es da irgendeinen random Effekt, dass bei den Biestern so das interne Würfeln, dass er nichts tun kann. So, ich pack den Arsch hier auf jeden Fall wieder in die Ketten. Okay, der ging in die Hose. Jetzt aber. Sehr gut. Jo. Stimulus können wir noch casten. Geben wir noch einem die Initiative. Und das war's. Ja, ich habe gewonnen. Ich weiß nicht wieso. Ich habe so ein Spiel noch nie bis zu Ende gekämpft. Ab ein paar Prozenten vom Gegner ist dann immer automatisch, dass ich gewonnen habe. Wahrscheinlich ist die Chancenerrechnung, dass der Gegner gewinnt, gen Null. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ein bisschen dem Spiel näher gebracht. Was
jetzt noch nicht implementiert ist. Wenn ich jetzt hier, weil es logischerweise nur ein Test-Duell ist mit anderen Teams, wenn ich eine richtige Kampagne spiele und mein Team Level, Skills erreiche und so weiter, dann haben alle Spieler, die auf dem Schlachtfeld gewisse Taten verbringen, natürlich die Chance aufzusteigen und Bonus zu bekommen. Genauso wie ich ja Gegenstände looten kann und so weiter. Allerdings Spieler, die auf dem Schlachtfeld out of action geschlagen werden, bei denen ist auch die Möglichkeit, dass sie ihren Wunden erliegen, krank werden, sterben, schwer verletzt sind und so weiter und somit eben nicht mehr die volle Stärke haben. Und ja, wie man das so kennt aus solchen Spielen, dann muss man diese Spieler ersetzen, wird man sicherlich irgendwo zukaufen können, auf dem Markt irgendwo. Allerdings werden die dann wieder, ja, auf der einen Seite Geld kosten und auf der anderen Seite muss man dann seine Skills wieder neu verdienen. Ja. Das macht es natürlich interessant. Das war's bisher und ja, beim nächsten Mal stelle ich euch einfach mal ein anderes Team vor. Wenn irgendwelche Fragen sind oder ich auch irgendetwas falsch erklärt habe, dann könnt ihr gerne Kommentare dazu schreiben oder mich per persönlicher Nachricht darauf hinweisen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis demnächst. Ciao.